Yo, 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 yo! Was geht, Bros? Und damit herzlich willkommen zu meinem neuesten Moto-Vlog. Ich frage mich immer in so einem kleinen Käffern, was macht man hier überhaupt? Also wo geht man arbeiten, wenn man irgendwie zigtausend Kilometer von Berlin entfernt wohnt? Was macht man hier? Falls ihr in einem kleinen Kaff wohnt, dann könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, heute geht es natürlich nicht um irgendwelche verlassenen Dörfer hier in Brandenburg. Oder ob die schön sind oder nicht schön sind, keine Ahnung, ist mir auch total Latte, Alter. Heute geht es einmal um den A1-Führerschein und ob der sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und als allererstes möchte ich euch bitten, falls ihr da Erfahrung gemacht habt oder Erfahrung gesammelt habt, falls ihr selber mal den A1 gemacht habt und dann aufgestiegen seid irgendwann, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob der wirklich sinnvoll ist oder nicht. Also quasi eure Erfahrung so ein bisschen weitergeben. Würde mich jedenfalls freuen und ich glaube auch viele anderen auch, wenn man da so ein bisschen beratend zur Seite steht. So, also ist der Führerschein A1 sinnvoll oder nicht? Das ist hier die Frage. Also meine Meinung ist ja und nein, ganz klar. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Wenn ihr zum Beispiel relativ viel Geld besitzt oder... Huch, oh scheiße, fuck, aber es war nur von vorne. Also falls ihr wirklich ein bisschen mehr Kohle auf der Bank habt oder falls eure Eltern zufälligerweise reich sind oder ihr im Lotto gewonnen habt, dann stellt sich die Frage für mich gar nicht. Dann würde ich definitiv immer den A1 machen, um vorher erstmal ein bisschen Fahrerfahrung und Fahrpraxis zu sammeln. Macht sich natürlich immer gut, bevor ihr dann auf die richtig krass großen Motorräder steigt. Und je früher man mit der Erfahrung anfängt, desto besser ist das Ganze natürlich. Oh, wie niedlich ein Traktor. Ich habe noch nie einen Traktor gesehen, der so aussieht. Auf jeden Fall ist es ganz cool, wenn man vorher schon so ein bisschen Fahrpraxis sammelt. Und mit 16 ist es mit Sicherheit auch extrem cool, wenn man unabhängig von den Eltern rumfahren kann und nicht immer fragen muss, so, Mama, Papa, könnt ihr mich da und dahin fahren? Dann könnt ihr nämlich auch mal alleine besoffen von der Disco nach Hause fahren. Nein, Spaß, man fährt natürlich nicht besoffen, auch wenn ich es ab und zu mal gesagt habe. Und mal gucken, in was für ein Kaffee jetzt gesandt. Ja, Herzberg, hier war ich doch schon mal. Cool. QL. Nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich ziemlich cool, wenn man dann von A nach B kommen kann, ohne dauernd seine Eltern zu fragen. Mit einer 125er macht es mit Sicherheit nicht so viel Spaß wie mit einer 1000er oder mit einer 600er, aber viele fangen heutzutage so an und das finde ich völlig legitim. Also 125er fahren kann auch extrem viel Spaß machen. Extrem, extrem viel Spaß. Zum Beispiel, wenn ihr eine, okay, das geht zwar mit dem A1 nicht, weil die dann offen ist, aber wenn ihr mit einer 125er NSR zum Beispiel losfahrt, dann macht ihr regelmäßig auch die ganz großen Karren in den Kurven platt. Ich hatte übrigens mal eine NSR und wie gesagt, die macht extrem viel Spaß. Was ist denn hier los? Alter, was ist das denn für eine verfickte Ampelschaltung hier? Ist das herrlich. Hier im Rollsplit fahren. Stundenlang an der Ampel stehen. Jo, ist doch ein geiler Tag. Tick noch nicht mal richtig hier. Ich verklag gleich dieses Pisskaff dafür, dass ich hier so viel Zeit von meinem Leben verschwende. Jetzt habe ich natürlich völlig den Faden verloren, aber als Ausgleich könnt ihr euch dafür diese herrlichen Windräder anschauen, die uns hier ganz viel Strom erzeugen. Ah, wunderschön. Nein, wir waren glaube ich stehen geblieben bei 16 fahren, ab 16 fahren, ganz viel Fahrpraxis sammeln, von A nach B kommen, ohne seine Eltern dauernd zu fragen. Das sind alles so die Vorteile, die man dann von dem A1-Führerschein hat. Ja, wenn ich mal so meine Gedanken hin und her spinne, dann kann es vielleicht unter Umständen auch sein, dass es in einer Großstadt zum Beispiel, wenn ihr 16 seid, dann habt ihr keine große Fahrerfahrung, dann kennt ihr euch nicht so gut im Straßenverkehr aus, dann könnt ihr den Verkehr nicht so gut lesen, sage ich mal in Anführungszeichen. Also in vielen Dingen weiß man halt schon vorher, was passiert, wenn man zig Jahre schon gefahren ist, dann Grieben. Ich habe eine Griebe am Arsch. Verzeihung. Jedenfalls kann man nach ein paar Jahren Fahrerfahrung so ein bisschen den Straßenverkehr lesen und je länger ihr fahrt, desto
mehr Fahrerfahrung und Fahrpraxis habt ihr natürlich und desto besser könnt ihr auch den Verkehr lesen. Hört sich logisch an, ist auch so. Und mit 16 hat man das halt nicht so unbedingt. Deswegen halte ich das persönlich in einer Großstadt für, naja, sehr risikoreich. Das ist auf jeden Fall risikobehafteter als zum Beispiel hier in irgendeinem kleinen Pissdorf in Brandenburg namens Grieben. Die Griebe der Welt. Nee, warte mal, am Arsch der Welt heißt dann die Griebe der Welt. Genau. Hier zum Beispiel, denke ich mal, ist Fahren relativ ungefährlich. Aber in einer Großstadt ist es doch schon ein bisschen was anderes. Damals zum Beispiel, als ich mal angefangen habe, war das ähnlich. Ich habe am Anfang relativ viele Unfälle gehabt, wo Autofahrer mich übersehen haben. Und es lag teilweise, muss man auch ganz klar sagen, an meiner mangelnden Fahrpraxis, weil man das hätte man eigentlich vorhersehen können, wie da was ausgegangen ist und wie die mich nicht gesehen haben. Und hier ist schon wieder so ein toller Traktor. Ja, jedenfalls mangelnde Fahrerfahrung und so mit 16, 125er fahren, weiß ich nicht. Das ist eine andere Sache zum Beispiel, falls ihr dann direkt auf einer Rennstrecke üben wollt oder falls ihr Rennstrecken fahren möchtet, es gibt auch 125er Rennen, die kann man auch teilweise mit 16 fahren. So habe ich zum Beispiel auch mal angefangen mit der NSR damals. Das ist schon ganz geil und macht auch extrem viel Spaß. Aber das ist halt nur meine persönliche Meinung. Oh, hier wieder ein Lost Place. Was ist denn hier mal gewesen? Sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung. Es kann unter Umständen gefährlicher sein. Es kommt ein bisschen drauf an, wo ihr wohnt. Ob ihr in einer Großstadt wohnt oder ob ihr ein bisschen ländlicher wohnt. Wenn ihr ländlicher wohnt, dann macht es mit der 125er auch ein bisschen mehr Sinn. In Berlin zum Beispiel, da habt ihr das best ausgebaute Verkehrsnetz überhaupt der Welt. Und da kommt ihr auch relativ günstig so von A nach B. Hier in irgendwelchen Käffern oder so ist das mit Sicherheit was anderes. Da fährt vielleicht einmal am Tag ein Bus oder so. Und da ist das Ganze vielleicht nicht so einfach. Von daher, da macht es vielleicht auch Sinn oder so. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie so eure Erfahrungen sind, ob ihr viele Unfälle gehabt habt. Da kommt schon wieder der Sprachfehler. Ob ihr viele Unfälle so mit 16 gehabt habt oder ob doch alles gut gegangen ist, was euch die Erfahrung gebracht hat, ob sich der Führerschein lohnt oder nicht, das könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Es würde mich freuen, mal so ein paar Erfahrungsberichte zu hören. Und damit soll es das ja auch erstmal gewesen sein von meiner Seite aus. Interessantes Thema auf jeden Fall. So, und damit war es das auch schon für dieses Video. Hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Yo, yo, yo.